Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Falls ihr neu auf meinem Channel seid, freue ich mich, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Und wir werden heute Back to Uni, Back to School Sachen kaufen. Ich werde euch das alles zeigen, was ich kaufe. Und ich werde das Ganze dreifach kaufen, damit ich jeweils zwei von den ganzen, also alles, was ich kaufe, mal drei. Also kann ich alles, was ich kaufe, an zwei Leute verlosen. So. Was für Läden werden wir abklappern? Wir werden zuerst in einen Schreibwarenladen in meinem Dorf fahren. Da wollte ich vor allen Dingen Stifte kaufen. Dann fahren wir zu Rossmann. Da gibt es nämlich, also finde ich, Sachen, die wichtig sind. Sowas wie Haargummis, Labello und so. Dann wollte ich zu TK Maxx, weil da gibt es immer Notizbücher, die ich benutze. Und dann habe ich noch Sachen bestellt, die ich in keinem Laden hier finde. Sowas wie gepunktete Blöcke zum Beispiel, zeige ich euch dann später, wenn es angekommen ist und auch wo ich es bestellt habe, damit ihr das dann auch bestellen könnt, weil viele mich immer danach fragen. Sowas wie Ordner oder so würde ich jetzt in diesem Video nicht kaufen, weil ich davon noch selbst genug habe und jeder ja auch unterschiedlich organisiert. Ich würde wirklich nur so Sachen kaufen, die eigentlich jeder gebrauchen kann. So now you're here again, knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. The lights went out cause you kept cutting the cord. And I started to fade into your gray. See, I finally opened up my eyes. And I saw me coming back to life. That I'd be better. Okay, Freunde der Sonne, wir machen jetzt ein Haul ganz nach, ja, ganz nach 2013 YouTube-Style und eine Verlosung. Das ist ganz schön Throwback. Zu guten alten Zeiten hat man sowas noch gemacht. Zu den Teilnahmebedingungen. Wie gesagt, es wird zwei Gewinnerinnen geben. Und zeitgleich mit diesem Video ist ein Instagram-Post auf meinem Instagram-Channel online gegangen, auf meinem Insta-Account. Und ihr müsst, um teilzunehmen, mir folgen, das Bild liken und in die Kommentare schreiben, wofür ihr das Paket nutzen würdet. Also sagen wir, für die Uni, für die Ausbildung, für die Schule, für zum Spaß, für meine eigene Orga. Einfach nur so schreiben, genau, wofür ihr das, die Sachen nutzen würdet. Ihr müsst auch nicht studieren oder so dafür, da kann jeder natürlich mitmachen. Okay, wir fangen an mit dem Schreibwandern. Wir haben hier, ich liebe von Stabilo diese Pastellfarben. Ich habe drei Farben gekauft. Also ich habe die nämlich auch und ich habe mir jetzt auch noch eine Farbe gekauft, die ich noch nicht hatte. Und ich liebe einfach, wie die Zettel aussehen, wenn man in Pastellfarben anstreicht. Ich finde, das macht ganz viel aus, wenn es nicht in den klassischen starken Farben rot, gelb, grün ist, sondern so pastellig. Dann, was wäre Back to Uni, wenn wir keine Stabilo Point Visco Stifte hätten? Da habe ich auch gleich wieder zugeschlagen, weil meine mittlerweile auch wieder alle sind. Ich habe mal zum Spaß, weil ich die immer sage, dass das die besten Stifte auf der Welt sind und ich die immer benutze, seit Jahren gefühlt.
Ja, schon seit Jahren. Habe ich mal in meine Story gepostet, ja, also wenn Stabilo mich nicht mal sponsert, was ich denen an Umsatz bringe, weil ich die immer predige, hier wie toll die sind. Und dann hat Stabilo diese witzige Story ernst genommen und meinten so, ja, es tut uns leid, wir können deine Kooperationsanfrage gerade nicht annehmen, bla bla bla. Und ich war so, war eh nur ein Witz, aber alles gut. Also ich finde Schwarz super wichtig. Ich finde es viel schöner, wenn ich Lernzettel oder so mache, mit in Schwarz zu schreiben als in Blau. Einfach damit es übersichtlich die Grundfarbe einfach schwarz ist. Und dann habe ich natürlich einzelne Dinge noch in Rot oder Grün oder so. Aber ich habe einfach nur die beiden besorgt. Was ich persönlich auch wichtig finde, sind Bleistifte. Da habe ich immer die hier mit einem Ratschefummel unten. Ich weiß gar nicht, wie dieser Begriff eigentlich entstanden ist. Na egal, auf jeden Fall ein stabiler HB-Bleistift kann man immer gebrauchen. Dann machen wir weiter mit TK Maxx. Da habe ich, wie ich schon, habe ich das schon angekündigt? Weiß ich nicht, aber ich finde, man kann bei TK Maxx perfekt Notizbücher kaufen. Da gibt es nämlich diese Marke Fringe. Fringe Studio heißt es, glaube ich. Und die kann man nur so mit so richtig viel Zoll im Internet kaufen und TK Maxx hat die immer. Zwei von denselben gekauft. Ich meins ist nämlich noch nicht voll. Ich zeige euch einmal meins. Das ist aber genau dasselbe Notizbuch, nur mit einem anderen Cover. Und hier habe ich halt immer meine To-Do-Listen drin. So, da fragt ihr immer, wo ich die drin schreibe. Genau. Dann habe ich tatsächlich gesehen, dass es in meinem Schreibwarenladen jetzt auch gepunktete Blöcke gibt. Und das habe ich aber erst gesehen, nachdem ich sie schon bei Amazon bestellt hatte, weil früher gab es sie nicht. Und deswegen dachte ich, damit alles fürs Video rechtzeitig da ist, bestelle ich das lieber. Das heißt, wenn euer Schreibwarenladen das nicht habt, dann bestellt es auf Amazon. Aber es gibt es mittlerweile, weil es schon ziemlich trendy geworden ist, auf gepunkteten Sachen zu schreiben. Und ich habe davon schon so viele komplett vollgeschrieben. Ich finde es einfach die allerbeste Art, damit zu studieren und zu lernen, weil man einfach alles damit machen kann. Man hat sowohl diese Linien als auch diese und es ist aber nicht durchgezogen und kariert und man kann einfach am übersichtlichsten damit umgehen, finde ich persönlich. Davon kriegt ihr auch was. Was haben wir noch? Dann machen wir mal weiter mit so Essenssachen. Ich habe nämlich euch bestellt. Ich habe nämlich diese Trinkflasche hier, nach der werde ich auch öfter gefragt. Und die habe ich vor einiger Zeit gekauft, weil ich wollte eine Glasflasche, eine Glastrinkflasche für die Uni, die mehr als nur 200 Milliliter Fassungsvermögen hat. Und die hat 750 Milliliter. Die ist von... Ihr müsst aber einfach bei Amazon eingeben, oder es gibt es auch in vielen Läden, 750 Milliliter Glasflasche. Die ist schon ein treuer Begleiter von mir, also habe ich sie noch zweimal bestellt. Für euch. Hier ist noch die zweite. Dann in Sachen Essen dürfen natürlich Brotdosen nicht fehlen. Und ich habe immer die von, also immer, ich habe einige von Mepal. Die finde ich ziemlich toll. Und die habe ich, da gibt es noch viele verschiedene andere Formen und so. So zum Beispiel auch so ein Müsli oder so. Das ist einfach eine super gute Qualität. Und die habe ich jetzt quasi für euch nur einmal so diese Lunchbox. Ich selber habe auch diese Lunchbox plus so Joghurtsachen, aber jeder isst ja wirklich unterschiedliche. Also dachte ich, belassen wir es erstmal bei dem hier. Bei mir gibt es die immer, es gibt ein ganz großes Regal in einem Möbelladen bei mir, die so auch so eine Dekoabteilung habt. Da müsst ihr einfach vielleicht mal anrufen, wenn ihr, also bei mir ist das in einem Opti-Wohnwelt drin gewesen. Oder es gibt auch so einen kleinen Deko-Haushaltsladen. Da habe ich die jetzt her in Lüneburg. Ricardo Paul heißt der. Wir kommen zum letzten Teil. Und zwar Rossmann. Da gab es nämlich noch so einiges, was ich finde, was wichtig ist. Und zwar das Deo, auf das ich schwöre, was ich jeden Tag benutze. Was natürlich auch wichtig ist, das ist was, das von Sebamed. Das finde ich wirklich richtig, richtig gut. Ich habe viele, viele Deos ausgetestet. Dann haben wir selbstverständlich Kaugummis. Ich persönlich liebe diese Airwaves und wenn ihr die nicht mögt, dann ist halt doof. Müsst ihr die halt verschenken, aber die finde ich super, super nice. Und die habe ich auch eigentlich immer dabei, dann in der Tasche, im Rucksack und so.
Obwohl ich nicht mehr so viel Kaugummi kaue wie früher. Also ich weiß auch nicht, früher habe ich viel mehr gekaut, aber es ist, was mir aufgefallen ist, wenn man so einen mega langen Unitag oder Schultag hat, wo man es zwischendurch nicht so viel Zeit hat zu essen, dann wird man schneller hungrig, wenn man dann Kaugummi kaut. Wisst ihr, was ich meine? Weil dann der Magen Magensäure produziert oder so und deswegen kriege ich schneller so einen knurrenden Bauch. Und das habe ich dann tatsächlich nicht mehr so häufig dann gemacht. Whatever. Wir gehen auf den Herbst zu, deswegen dürfen, ich will immer sagen Labello, aber Labello ist ja so wie Tempo eine Marke. Deswegen Lippenbalsam darf nicht fehlen. Das ist der, auf den ich absolut schwöre, der von Weleda. Gibt natürlich auch welche, die mir auch helfen, aber Weleda ist der einzige, den ich bisher entdeckt habe, der naturkosmetisch ist, den ich richtig, richtig gut finde und richtig hilfreich. Und zu guter Letzt haben wir Haargummis. Das finde ich sind die besten, die Rossmann zu bieten hat. Es kommt natürlich voll auf die Haare an, wie dicke, dünne Haare ihr jetzt habt. Aber hier, seht ihr, die habe ich auch. Die sind halt ohne Metallverschluss natürlich und in allen Farben, je nachdem, welche Haarfarbe ihr habt. Und ich finde sie halt so weich. Also ich mag diese harten nicht, aber auch nicht, wenn sie zu weich sind, wenn man sie ewig ziehen kann. Und deswegen dürfen die meiner Ansicht auch nicht fehlen, wenn man neu in die Schule startet, weil Haargummis werden verschluckt. Du packst sie dir in eine Tasche und dann tut sich da das schwarze Loch auf, was für Haargummis, Haarspangen, Ladegeräte und meiner Ansicht nach Tampons geöffnet ist. Und dann verschwindet das und du findest es nie wieder. Never ever again. Das waren so die Dinge, die für mich am wichtigsten sind, wenn ich wieder rein starte in die Schule oder in die Uni oder wie auch immer. Und ich freue mich, wenn ihr daran Interesse habt, das zu gewinnen, was ich jetzt hier dreifach geshoppt habe. Ich dachte, das könnte cool sein. Und ich glaube, ich habe noch nie eine Verlosung gemacht. Also ja, würde ich mich freuen, wenn ihr da teilnehmt. Folgt mir dann unbedingt auf Instagram. Und ich hoffe, es konnte euch ein bisschen inspirieren. Und ich wünsche euch einen tollen Schulstart, Ausbildungsstart, was auch immer Start. Alles Start. Einen wunderschönen Tag, morgen, whatever. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bye!